Fakt. Nicht das Rauchen an. Sag ich auch. Macht's wie ich. So und so viele Jahrtausende bin ich schon rauchfrei, liebe Leute. Vom Schwefel der Hölle mal abgesehen, der hier immer rumfliegt. Aber das ist ja nicht durch Puff-Puff, sondern das ist einfach meine Präsenz. Was? Ihr findet, ich setze den armen Leopold zu sehr unter Druck? Ha, ich sag euch was. So unbarmherzig bin ich gar nicht, obwohl ich Herr Presser heiße. Ich will das von ihm nur aus Geld zurück, was er mir schuldig ist. Er hätte längst zahlen können, wenn er nicht ständig sein Gehalt für seine Perle verprassen würde. Tja, seht ihr? Die Verantwortung liegt hier ganz bei ihm, für sein Unglück, nicht bei mir. Vision. Gute Arbeit, wie immer. Kein Problem. Es ist ein Kinderspiel, um das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wunderbar, hier ist dein neuer Auftrag. So viel, im Ernst? Ist der Betrag nicht ein bisschen zu heftig? Ja, hübsche Summe, ja. So viel Asche bekommt er niemals zusammen. Er wird aufgeben und dann kann ich endlich sein Haus pfänden. Nimm das, ich bin Herr Presser. Er ist schließlich in meiner eigenen, feinen Gegend. Es muss einiges wert sein. So, Herr Presser macht also ernst. Na gut, ich bin dabei. Ah, sieh zu, dass du es nicht vermasselst, denn ich bin Herr Presser. Und falte dich unauffällig, sonst riecht er doch Lunte. Es ist mir herzlich egal, ob wir auffliegen oder nicht, ehrlich gesagt. Der Einzige, der durch die Schwierigkeiten käme, das wärst du. Leopold würde mir nie für irgendwas die Schuld geben. Hihihihi. Das sind beides Idioten, ey. Was ist, ihr braucht mich gar nicht so misstrauisch anzusehen. Ich führe nichts im Schilde. Ja, so ist es. Naja, zum Reingucken hast du ja Kurin, soll die noch lebt. Aha. Sie riecht nach... Nein, der Schwefel um mich rum riecht nach Schwefel. Ich selber rieche... Wahrscheinlich super gut. Ich hab keine Ahnung, wie ich rieche. Ich rieche mich ja nicht. Mann! Wie konnte das so eskalieren? Dieses Thema. Aus! Ja, ich bin Lungenraucher. Eigentlich nicht mal das. Ich brauche keinen Sauerstoff zum Atmen. Ich tue nur so, als ob. Weißt du? Warte ganz kurz. Frage an den Chat. Diese Quest hat zwei verschiedene Endings. Ich kenne sie beide schon, logischerweise. Ich sage entweder der Troller Bescheid, dass ich weiß, dass sie mit Herr Presser unter einer Decke steckt und den armen Leopold ausnutzt und kann dafür sorgen, dass sie ihm lossagt, quasi, und aber zusammenbleibt. Wenn ich Leopold davon erzähle, dass seine Schnitte so eine blöde Kuh ist, dann trennen die beiden sich. Unter höchster Wahrscheinlichkeit. Was meint ihr? Denn er fühlt sich ja gerade glücklich mit ihr, trotz allem. Und sie, mehr oder weniger, was würdet ihr machen? Würdet ihr sie auffliegen lassen? Oder würdet ihr sagen, Herr Presser fliegt auf und der andere Typ ist, macht weiter mit seiner Ollen. Entscheidung von euch, dann, ist so. Warte, nicht so schnell, nicht so halt, nicht so viel schreiben. Nein, ich kann nicht in den Chat, Schwefel langweilig am Arsch, gar nicht wahr. Ziehe, deine Mutter kommt. Was? Mein Essen, WB übrigens, abgelaufen, aber esse noch. Ist Essen abgelaufen? Schmeckt ekelhaft bestimmt dann, ne? Er riecht nach toten Verderben. Ja, das stimmt, das kann sein. Abgelaufen, dann gegessen, klar. Zigarettenbär, finde ich richtig. Ja, Faru, guter Mann, richtig so. Er lebt noch 10 Sekunden schnell, sagt. Was? Ach so, das ging gar nicht, der Countdown. esse noch 2 Tage, die Tortellini. Wo, okay. Kühlschrank, 10 Tage oder so. Krasser Typ. Da bist du so ein Lauch. Bist dann alle Kalorien weg, alle Proteine weggeschimmelt. hab neulich eine Buttermilch getrunken. Wie war 3 Monate abgelaufen? Nichts passiert. Gut, Buttermilch ist ja per se schon abgelaufene Milch, wenn du mich fragst. Die kann nicht noch weiter ablaufen. Solange es nicht wegläuft, geht's noch. Richtig. Ja, sagt es alle, dass ihr mich dolle mögt. Ja, wir mögen dich sehr, sehr gerne. Countdown ist fies, aber so muss es sein. Tot. Der Faker ist nun von uns gegangen. Ja, es ist mal eine Abstimmung, sehr gut. Arnold-san, nein, Bro. Oh, was? Ist wieder back aus Defisalen? Dreckig dort. Ja, ich habe ihn rausgeschmissen, der war mir zu lauchig. Da habt ihn wieder, den will ich hier nicht. Eben, Buttermilch kann ich weglaufen, höchstens weglaufen. Oh Leute, ihr macht mich fertig. Bei einer Quest habt ihr mitbekommen, ja, soll ich Leopold ansprechen oder Silviane? Wen von beiden soll ich informieren mit der Herr-Presser-Sache?
Hilfe bitte einen Countdown, Samira. Starte bei 5. In 3, 2, 1. Nicht abhauen. 5? Ja, sehr schön. Abstimmung wollen wir jetzt. Nein, ihr müsst selber abstimmen. Ihr müsst in den Chat reinschreiben. Schnell. Oh, Samira, das waren keine Sekunden gerade. Das waren noch Millisekunden. Ich mach mal Zeit zurückstellen, weil ganz kurz. Sonst laufen die hier weg, die Leute. Ist nicht gut. Ich hoffe, wir sind ja Mitternacht einkaufen. Was soll denn das? Leute, ehrlich. Ich brauche zumindest eine Meinung. Was stimmen wir zur Abtrennung? Ach, Mann, Leute. Ihr habt gar nicht aufgepasst. Ihr guckt meinen Stream. Ich hört mir gar nicht zu. Ich bin voll traurig. Soll ich Leopold Bescheid sagen, dass seine Olli betrügt? Oder soll ich der Ollen Bescheid sagen, dass ich weiß, dass sie ihn betrügt? Silviane ansprechen. Leopold ansprechen. Ja, ist keine Antwort. Ich habe keine Ja-Nein-Frage. Die Olle ansprechen. Leo ansprechen. Oh Leute, das macht's mir nicht... Oh. Ich geb's auf. Weg die Olle. 2 Stimmen für Leopold heißt das. Leos Olle. Wie, was ist das denn für eine Frage? Betrüger müssen entlarvt werden. 3-1. Ich bin überrascht, dass Samira sagt, die Olle. Oder hast du es andersrum gemeint? Mein Gerald geht nicht mehr auf den... Nicht mal den Puff. Was? Genau, Knallumfrage. Kann ich... Ich glaube, ich muss keine Umfrage machen. Ich weiß gar nicht, wie ich sie mache, ehrlich gesagt. Ich weiß, es geht irgendwie, aber... Ach so, oh, sie ist da. Hey Leute, es gibt eine Kanalumfrage. Wird nie erstellt. Stimmt ab im Kanal. Da sieht man wieder mal, was ich hier für ein Twitch-Noob bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gezielt mache. Aber cool, dass ihr es drauf habt, Leute. Mega. So, das macht er heimlich, Fenrir. Ich habe die erstellt. Ach, Kurin war das. Ah, wegen Modrechten wahrscheinlich, ne? Ja, es ist relativ eindeutig. Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr die da... Ja, komm. 6 Leute sind jetzt nur 10 im Chat. Das geht ja gar nicht mehr, dass es anders geht. Okay. Also, Leopold hat voll gewonnen. Dann sagen wir ihm Bescheid. Yes. Das, so. Was sagt ihr da? Sylvain hat für Herr Presser gearbeitet? Die ganze Zeit schon? Es war alles geplant? Dass Sylvain mein Geld ausgibt? Und dass ich so mehr und mehr Geld leihe? Damit er mich mit Rückzahlung ausbeuten kann? Nein, unmöglich. Sylvain ist eine total anspruchsvolle Frau. Und ich habe nicht genug Geld, um sie zufriedenzustellen. Das ist alles. Aber wenn Herrn Pressers Ruf den Bach runterginge, dann wären auch all meine Schulden getilgt, oder? Das wäre natürlich ein willkommener Zufall. Tut mir leid, wenn ich mit dir in der Tür ins Haus falle, aber ich brauche süßes Raubgift. Und ihr müsst es besorgen. Und dann redet ihr mit Herr Presser und versteckt es hinter seiner Tasche. Wenn man das Gift bei ihm findet, ist er geliefert. Und ich schreibe darüber einen Artikel. Ja, das wird sein Geschäft nicht überleben. Das dazu. Tja, ob das nun besser ist, weiß man nicht genau. Oh, ich sehe gerade, oh, was? Es haben noch 3 Leute für die Olle gestimmt. Faszinierend. Aber gut, das habe ich zu spät gesehen, das wäre jetzt eh egal gewesen. Faszinierend. Faszinierend. Ja, die Olle hatte nicht gewonnen, leider. 3-6. Oh, Leute, das ist eine 90-prozentige Chatbeteiligung bei der Umstimmung. Abstimmung. Das ist besser als jedes Wahlergebnis in Deutschland. Ich bin begeistert. Moment. Einfacher Applaus dafür für euch. Wahnsinn. So, nochmal ein bisschen lesen hier. Wenn ich für Leopold vote, ist die Olle... Was? Ah, Chat nach oben zu holen sollst du. Ist die Olle weg? Ja, vielleicht nicht. Ich sehe keine Abstimmung. Entwerfen noch gern. Ja, wer weiß. Oben sind mehrere Retter klicken. Okay, okay, hier. Okay. Schwarz auf schwarz. Ich hatte erst ausgedacht. Na klar, was meinst du, wie ich die Mod bin, du Nase? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hahaha. Hier herrscht Frauenüberschuss, bekomme Hunger wegen Frauenüberschuss. Ich denke, du hast schon gegessen. Ja, aber abgelaufen. Das füllt ja nicht den Magen. Noch Schoki da, war aber nicht fertig, Fenra. Was macht jemand? Gratuliere an sich. Thanks. Oh, gut, waren. Ja, Männerquote ist wichtig. Und das ermutigt mich gerade mal wieder, was zu erzählen, was. Verdammt, ich brauche jetzt Raub. Ja, Raub gibt es aber nur in der Nacht wieder, ne? So ein Mist. Männerquote ist ein gutes Stichwort tatsächlich. Denn in der Zeit der Emanzipation der Frau, und das ist jetzt nicht einfach so dahergeredet, ist es ja so, dass der Mann überhaupt nicht emanzipiert ist.
Die Männerwelt hat es in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr schwer und auch noch überhaupt nicht hinbekommen, sich selbst zu emanzipieren. Weil die Frau immer so eine wichtige Rolle bekommt, wissen viele Männer nicht, wo sie hingehören, wo sie sich selbst einordnen sollen. Sind sie das Klischee-Macho-Ding? Sind sie dies? Also viele Männer haben da tatsächlich Probleme. Und es wird auch mal Zeit für die Männer, sich zu emanzipieren. Das ist so eine Sache, die tatsächlich nie irgendwie groß erwähnt oder besprochen wird, aber es ist eine Tatsache, liebe Leute, es ist eine Tatsache. Das heißt, Männer müssten auch mal langsam aus dem Knick kommen und entsprechend, sonst schwappt das Ganze in das andere Extrem um. Das ist auch wieder nicht gut und das wollten ja die Frauen gerade weghaben, auch zu Recht, Männer auch. Nur das war halt Mann hier, Frau da, es geht aber mehr in Richtung, dass eher so rum ist. Es muss aber irgendwie hier sein. Klar, schwankt und so weiter, aber es sollte nicht so, es sollte auch nicht so sein. Es ist ein Ding, das die nächsten Jahrzehnte noch eine Aufgabe für die Gesellschaft sein wird, liebe Leute. Es fängt ja damit an, dass, lange Haare bei einem Mann, du bist doch ein Mädchen. Damit fängt es schon an. Da sind Männer völlig raus und irritiert und wissen nicht, was sie machen sollen, fühlen sich unwohl. Die Weicheier wohlgemerkt, natürlich hat ein Mann lange Haare, ist ja klar. Aber ihr versteht, was ich meine, ne? So Sachen, das ist Emanzipation des Mannes, die gibt's noch nicht, die ist noch nicht ausgereift, da muss noch einiges passieren. Und ja, die Frauen sind in Ordnung, das ist nicht der Punkt. Ich mag sie und Varro gleichermaßen. Feministinnen, ich mag mich auch. Ja, wir mögen alle Lauch. Nur nicht essen, ist ekelhaft. Gut, Oliver, stimmt, deswegen habt ihr auch uns. Dieser und danach Polschreiber Beispiel. Ja, erstmal lang hört man immer noch sowas, genau. Oder wie oft sieht man Jungs, also wirklich Kinder im Alter, sagen wir mal von 6 bis 16 mit langen oder längeren Haaren? Super, super selten. Ich hatte damals in der Schule einen, der hatte lange Haare, also was heißt lange Haare, der hatte, keine Ahnung, so lange Haare, so als Steppke von, lass mich lügen, zwischen 10 und 12 Jahren war da gewesen damals. Der wurde auch gemobbt und tada, eines Tages waren die Haare weg. Ja, so ein Scheiß. Naja. Mann mit langen Haaren ist wie Frau ohne kurze. Du doof, Fake Arnold, geh weg. Fake Arnold, weil du kein richtiger Mann bist. ich rede nicht so schnell und so viel wie Sefi. Ich beuge mich der dunklen Hallen und ziehe ehrenhaft mal nicht von den Hut. Dito dann respektvoll gemeint in die andere Richtung zurück. Im Gym gibt's keinen mit langen Haaren, viele ohne Haare. Ja, Testo kann die Haare killen. Tatsächlich, bei mir gibt's ein paar mit längeren und langen Haaren. Aber nicht in die Uhrzeit, wo ich meistens da bin. Aber doch, gibt's durchaus. Also, neben mir natürlich, ist klar. Zu meiner Zeit waren lange Haare bei Jungs normal. Wir mochten keine Jungs mit kurzen Haaren. Wer mag die schon? Wer mag die schon, Fake Arnold? Wer mag die schon? Testumfrage, schaut oben, was? Wie? Ernsthaft? Und wie hast du noch falsch geschrieben hier mit großen... Wie findet ihn? Auswahl schwarz, böse, sexy, lustig, unterhaltsam. Was? Was zum Teufel? Warte, kann ich auch voten? Ich vote für sexy. Ja, drei Stimmen bei sexy. Einer davon bin ich selber. Ich gehe so die Quest vor. Moment. Du hast sie repariert? Danke, Schulk. Ich werde in Zukunft besser auf sie achten. Versprochen. Ah, ja, läuft. Da. Schulk, verdammt. Weggeklickt. Wenn ich dir erzähle, dass ich absichtlich kaputt gemacht habe, was ist da, ne? Da habe ich einen Grund, mit dir zu reden? Was sagst du dann, ne? war nur Spaß. Keine Sorge, sowas würde ich niemals tun. Niemals. Danke nochmal, auf dich ist wirklich Verlass. Oh Mann. Leute, ihr macht mich fertig heute, ehrlich. Immer gegen den Strom schwimmen, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ja. Auch andere, aber hauptsächlich Tote, ja. Ich habe für sexy gewotet, weil das andere nicht so richtig für meinen Geschmack passt. Aber ich möchte nicht, dass da jetzt irgendein Scheiß aktuell wird. Nö, machen wir nicht, Fendra. Alles gut. Das ist Meuterei. Wer sexy nimmt, wird von Samira den Kopf kürzer gemacht. Erwischt. Ich bin immer ehrlich. Ach Quatsch, außerdem sieht man die Namen ja nicht. Ja, der Vorteil der anonymen Abstimmung, nicht wahr? Es kommt sowieso irgendwann raus. 2 Zuschauer weniger, was? Ja, die trauen sich nicht. So, alles nehmen. Da oben hin. Noch eine Quest annehmen. Dann stehe ich auf Tag. Dann hole ich mir, was brauchte ich?
Raubsirup, Raubsüßsaft, irgendwas und dann die Quest auch durch und dann, ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht mache ich nachher noch, wobei nachher, ich weiß wie lange, ich spiele jetzt 2 Stunden. How's it going? Ah, die wollte ich gar nicht. Ich würde gerne noch eine Story-Sequenz machen und dann, mal gucken, wie lange die dauert, ich hoffe nicht allzu lange. Ich habe auch für böse gespielt. Was, Samira? Och, och Mensch, ich meine, das ist auch nicht schlecht. Nicht schwarz, ja. Was denn nu? Sexy hat gewonnen. Ja. 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 Varu, was hast du gestimmt? Na, sag. Ehrlich? Schwarz. Oh, ich bin enttäuscht. Huhu. Na, weil das nicht meine Liebesboten sind. Wo schon mal sexy sind, ne? Ihr könnt euch bestimmt denken, was ich möchte, nicht wahr? Worum genau geht's? Ihr habt keine Ahnung? Seid ihr gerade erst aufgestanden, oder was? Ich hab gehört, dass ihr Sachen beschaffen könnt. Und ich hätte gerne ein paar Tefra-Tropfen. Man verschenkt diesen Tropfen an seinen Geliebten. Und, naja, da wird man Leben lang mit ihm zusammen sein, weißt du? Tada, ich hab 0 davon. Ach, verdammt. Prima, ich wusste gar nicht erzählen. Ich bin lang, mein Traum wird endlich wahr. Juhu! Die will ich mit dem Erik-Typen zusammen sein. Das wissen wir noch. Monika? Ein ziemlich attraktives Mädchen. Ja, ich gehe heute schick mit ihr aus. Und sie wirkt die meiste Zeit über ziemlich ernst, aber... Ach, was soll's? Das ist eine andere, oder? Monika wird heiraten? Oh, und ausgerechnet Erik? Oh, sie hat doch keine Ahnung, auf sich sie einlässt. Diese Erik benutzt sie doch nur. Nur ein kleines Weilchen, Erik, dann sind wir vereint. Huch, was guckt ihr mich so an? Macht lieber schnell auf den Weg. Wieder so eine Quest, wo man aussuchen muss. Nimmt man Monika und Erik oder nimmt man Monika und Andreas? So. Angeleckt meins. Igitt. Ech. Was jetzt, sexy oder böse? Beides geht nicht. Doch, geht beides. Ist okay. War eine Mehrfachabstimmung. Ich habe alles genommen. Ich bin aber kein Mainstream. Warum zum Teufel sexy? Weiß ich doch nicht. Sefi ist zu 50% sexy. Was? Ich denke, nein. Was? Ah doch, stimmt. Es waren 3 gegen 3, ne? Ach, verdammt. Es reicht mir aber, glaube ich. Hätte ich das früher gelesen, hätte ich für sexy gestimmt. Danke, Waku. Oh, Mann. Um 21 Uhr werde ich Essen bestellen. Was macht der Lieferdienst zu? Ja, ist, dann. Ob ich dann auch noch streamen werde, ist eh noch offen. Wahrscheinlich eher nicht. Er schweigt. Ich bin immer noch Fangirl-Fake, Arnold. So. Frühstück, oder? Genau. Ich gönne es ja mal den Lauf. Was für ein Frühstück. Oh, Leute. Oh, Mann. So, jetzt Zeit einstellen. Ich komme heute überhaupt gar nicht zum Zocken. Jetzt weiß ich so ein bisschen, wie Varo sich fühlen muss, der auch mal so ein extreme Story-Game zockt. Witcher hauptsächlich. Ne? Und der auch nur ganz viel in den Chat immer schreibt und Quatsch schreibt. Dankeschön. Super Smileys. Let's rock. Ja, genau. Das kam wieder aus dem Nichts gerade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber nee, du hast schon recht, Samira, mit Kurin und der Nachteuligkeit und so weiter. Was wollte ich gerade sagen? Jetzt bin ich völlig raus wegen Summ, Summ, Summ. Echt schade, dass man den Chat nicht sieht, wenn ich es auf YouTube hochlade. Und man sich fast überlegen könnte, den Chat ja auch hier einzublenden. Aber das finde ich ja so ungern, wenn es im Spiel dann zu sehen ist. Ah ja. Betty, was willst du von mir? Ja, wolltet ihr zu mir? Oh, ihr seid aus einer Gang. Damit habe ich nicht gerechnet. Sieht gar nicht so aus. Alles gut hier ist, was ich versprochen habe. Was? Worum geht's? Was er mir tut, macht es ja nicht auf, ja? Versiegeltes Paket. Okay. Genau, Varu und seine Streams. Jetzt verstehe ich es langsam. Dass das Varu überhaupt dazu kommt, seine Spiele durchzuspielen, das ist Wahnsinn. Denn ich sehe mich bei Xenoblade aktuell nicht, dass ich das durchspiele, weil ich so viel gerade chatte nebenbei. Versuchst den armen Mitarbeiter in extra Stunden aufzubrummen. Ach was. Ach was. Nun gut, ich wollte ungefähr vor einer gefühlten Ewigkeit nur kurz zwischen Essen und kurz Xbox. Ja, Fenra, du bist ja ohnehin für deine Lurk-Skills bekannt. Oh, Fake Arnold. diese halluzinogene Psycho-Psychedelic-Cat. Ey.
Jetzt weiß ich, warum ich so lange für meine Story-Games brauche. Ja. Ja. Ja, weiß ich. Ich kann es mir zumindest lebhaft vorstellen. Ich bin ja noch mit am Anfang, aber ja. Geil, gell? Ja, sowas von geil. So, Marcia. Ihr habt Chirocke. Chirocke, meine Kekse gebracht. Er ist so ein lieber Junge. Ja, läuft. Ich würde es gern sehen, dass Chirocke gewinnt. Ihr steht ja auch hinter ihm, oder nicht? Habt ihr noch gar nichts mit zu tun mit der Bruder-Rivalität aktuell? Ach, bestimmt gibt es jetzt eine neue Quest. Nee, gibt's nicht. Okay.